meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Top 10 Video und zwar dieses Mal natürlich wieder ein Wunschvideo. Und zwar meine Top 10 unterschätzten Mangas. Ja, ich habe mir jetzt 10 Mangas rausgesucht, wo meiner Meinung nach viel zu wenig Leute die gelesen haben und wo die einfach viel zu sehr vergessen wurden, auch diese Mangas, und zu wenig beachtet wurden. Das sind für mich unterschätzte Mangas. Also meinem Empfinden nach sind das auch solche, die halt unterschätzt sind. Es kann natürlich sein, dass viele von euch sagen, oh mein Gott, das kenne ich aber. Aber ich kenne halt sehr viele Leute, die das gar nicht kannten, die mir sagen, wenn ich da was von erzähle, so, was ist das, wieso, weshalb, warum, liest du das, warum soll das dann so toll sein? Und wo ich mir jedes Mal denke, oh mein Gott, die sind so toll, diese Mangas, die müsstet ihr eigentlich kennen. Ja, so habe ich das halt für mich und das ist natürlich jetzt auch nicht wieder 1 bis 10, wäre ja hier auch doof. Ich mache das wie bei allen anderen Top 10 Videos auch, ich mache einfach alles durcheinander und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Als erstes habe ich hier Ultramaniac von Wataru Yoshitsugi. Das ist ein super interessanter Manga, den einfach so wenig Leute kennen, und zwar ist es hier, eigentlich ist unsere Protagonistin so ein ganz normales Mädel, super cool, verliebt und alles ist toll. Und plötzlich taucht ein anderes Mädel auf mit Zauberkräften und bringt einfach ihren ganzen Alltag völlig durcheinander. Und ja, die beiden freunden sich an. Sie hilft ihr so ein bisschen, sich in dieser normalen Welt ohne Magie zurechtzufinden und versucht, ja, sie dazu zu bringen, nicht ihre Magie die ganze Zeit preiszugeben. Und einfach eine super interessante Geschichte. Mit tollen Liebesgeschichten natürlich auch dabei, 2 Stück natürlich, weil wir haben ja 2 Protagonistinnen. Und ja, einfach etwas Magischem, und es ist halt einfach, Wataru Yoshitsugi hat halt immer tolle Reihen. Sie schreibt ganz, ganz tolle Geschichten und auch diese hier ist eine ganz, ganz tolle und interessante Geschichte, aber leider völlig irgendwie unbekannt bei den meisten, und ich finde, das ist einfach eine super, super Reihe und ich lese sie einfach immer wieder super gerne, weil sie so interessant und spannend und süß ist. Als nächstes habe ich hier Sora Lock von Kako Mitsuki. Kako Mitsuki, finde ich, ist sowieso in Deutschland sehr unterschätzt. Wenige Leute haben Mangas von Kako Mitsuki. Ich finde erstmal Kako Mitsukis Zeichenstil super, super schön, einfach weil der so anders ist. Vielleicht ist das aber auch ein Grund, warum viele sich da nicht so dran trauen, weil sie diesen Zeichenstil nicht so toll finden vielleicht. Aber ich finde den einfach mega, mega schön. Und auch ihre Geschichten sind immer so emotional. Ich bin meistens am Weinen, weil die einfach so, ja, traurig, schön, ergreifend sind, und auch dieser Manga ist das, und hier ist es halt so, unsere Protagonistin ja, kommt plötzlich nachts, nachdem sie die Sterne beobachtet hat, sie ist halt im Astronomieclub, stolpert sie sozusagen in einen blonden Jungen rein, der auf der Schule einen ziemlich schlechten Ruf hat und eigentlich so total der schlimme Junge sein soll, aber eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie alle das sagen, und sie fühlt sich direkt zu ihm hingezogen und irgendwas verbindet sie mit ihm, und ja, sie entwickelt sehr schnell Gefühle für ihn und will halt, dass alle sehen, dass er gar nicht so ist, wie alle denken. Und es ist einfach eine super, super schöne, super interessante Geschichte. Sehr, sehr emotional. Wie gesagt, Kako Mitsukis Mangas bringen mich meistens zum Weinen auch. Sie hat es einfach drauf mit der Gefühls... ja, mit dem auf die Gefühle drücken und so, ne? Und einfach super, super schön. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist einfach traumhaft. Dann habe ich als nächstes Zauberlust auf Natsumi von Haruka Fukushima. Meiner Meinung nach auch jemand, eine Mangaka, die super unterschätzt ist. Ihre Reihen finde ich alle genial. Aber Zauberlust auf Natsumi ist, glaube ich, auch eine ihrer ersten Reihen in Deutschland gewesen. Da sind ja damals auch über alle Schuhe zu rausgekommen, zu vielen ihrer Reihen. Und Zauberlust auf Natsumi ist einfach auch eine super interessante Geschichte, die auch einfach viel zu wenige kennen. Es geht halt darum, unsere Protagonistin und unser Protagonist sind halt noch im Grundschulalter, glaube ich, oder Junior High, also entweder Mittelschule oder Grundschule, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, auf jeden Fall sind sie noch ziemlich jung, und unsere Protagonistin ist verliebt in einen älteren Mann und möchte eigentlich super schön sein, super groß sein und eigentlich älter sein, und da kommt diese Zaubernuss, die sie da bekommt, ihr ganz gelegen, und die macht sie zu einem wunderschönen 16-jährigen Mädchen. Und ihr könnt euch vorstellen, da gibt es jede Menge Probleme und jede Menge ja, Lügen, die man da erzählen muss, um das aufrechtzuerhalten, dass man denkt, sie ist wirklich 16. Und es ist einfach eine so interessante Geschichte, die einfach so eine tolle Liebesgeschichte auch dazu hat. Es ist süß, es ist lustig, es ist romantisch, es ist emotional ergreifend und einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Dann habe ich ja als nächstes Zodiac Private Investigator von Natsumi Ando. Natsumi Ando finde ich auch ganz, ganz toll. Auch super interessante Reihen. Und das hier ist auch wirklich eine tolle Reihe. Hier ist es auch so ein bisschen so
ja, ein bisschen Fantasy Magical Girl mäßig. Auf jeden Fall ist unsere Protagonistin hier ein Detektiv und sie kann anhand der Sternzeichen Fälle lösen. Und zwar ist es so, dass sie die Sternzeichen sozusagen aufrufen kann. Das sind dann so kleine süße Feenwesen, wenn man das sagen kann, möchte. Und mit Hilfe dieser löst sie halt Mordfälle oder Diebesfälle oder sonstige Fälle. Und das ist super, super interessant. Natürlich auch mit Liebe natürlich dabei. Und einfach eine super, super interessante Geschichte, die einfach viel zu wenig Leute kennen. Dann auch total unterschätzt in Deutschland Selina Lynn Mangas. Hier habe ich jetzt einmal White Knight Melody. Selina Lynn ist ja eigentlich eine Koreanerin. Das heißt, es sind eigentlich keine Mangas, sondern Manhwas. Aber für mich zählt das alles jetzt zusammen. Ich habe jetzt einfach ich habe jetzt keine Unterteilung zwischen Manhwas und Mangas. Für mich kommt das alles in einen Topf. Und deswegen ist das jetzt auch hierbei, auch wenn das manche von euch jetzt vielleicht anders sehen und sagen, aber das ist doch ein Unterschied. Ja, vielleicht ist okay, aber für mich ist das jetzt alles in einem Topf. Und ich muss sagen, Selina Lynn finde ich richtig, richtig toll. Sie hat so einen schönen Zeichenstil und so tolle Geschichten, die oft in der Vergangenheit spielen, dadurch einfach super interessant sind, weil wir was aus der Vergangenheit sozusagen nicht lernen, aber so ein bisschen so in dieses vergangene Leben so reinzuschlüpfen, finde ich immer super interessant so. Dadurch hat sie auch einfach immer richtig tolle Kleider, die sie da den Protagonisten und den ganzen Charakteren anzieht. Und sie hat einfach wirklich so einen richtig krassen, ausgefallenen Zeichenstil, der einfach super, super schön ist. Ihre Geschichten sind einfach immer sehr emotional und sehr packend und super spannend. Und auch diese hier ist einfach wieder, total interessant. Wir sind auch in der Vergangenheit, es ist eine Liebesgeschichte und allerdings spielt dieser Manga nicht nur in der Vergangenheit, es ist halt so, dass unsere beiden Protagonisten halt Puppen sind und aus einer früheren Zeit ja halt kommen, das heißt, wir werden immer wieder Rückblenden in diese vergangene Zeit bekommen. Momentan sind sie aber sozusagen in der Gegenwart, sie wurden halt zu Puppen verbannt und können jetzt allerdings zwischenzeitlich groß werden und wieder ein menschliches Aussehen annehmen und gehen dann zur Schule. Und da passiert halt jede Menge Interessantes. Personen aus ihrer Vergangenheit tauchen plötzlich auf, die wiedergeboren wurden. Und das ist einfach eine super, super interessante Geschichte. Und ich kann es euch nur empfehlen, es ist einfach mega. Dann auch viel zu unterschätzt und eine meiner liebsten Reihen ja auch mit Sankt Dragon Girl von Natsumi Matsumoto. Einfach super, super süß, super lustig, super spannend, sehr viel Action. Und einfach wirklich zum Brüllen, weil es so lustig meistens ist. Also fast eigentlich die ganzen Bände durch nur lustig. Weil unsere Protagonisten einfach so wie Feuer und Wasser sind und das auch super ausleben und auf eine super lustige Art ausleben. Hier ist es halt so, unsere Protagonistin und unser Protagonist machen beide Kampfkunst. Er ist halt aber auch so ein bisschen in den Zauberkünsten drin und sie müssen seine Cousine beschützen, da diese halt Dämonen anzieht und das ist einfach eine super, super süße Geschichte. Dann habe ich als nächstes Kimi ni Todoke nahe bei dir von Karu Shina. So eine tolle Liebesgeschichte, die einfach viel zu unterschätzt wird. Ist auch noch am Laufen, also ist noch nicht abgeschlossen. Aber so interessant, so ein toller, süßer Zeichenstil. Und einfach mal was anderes, weil unsere Protagonistin nicht wie sonst so das süße Mädel ist, sondern einfach so gar nicht in dieses Bild reinpasst. Sie ist halt so, sieht halt aus wie eine, wie ein Geist, so unauffällig. Und sie verhält sich auch manchmal sehr, als kommt sie aus einer anderen Zeit. Und deswegen haben viele Angst vor ihr und meiden sie. Dabei ist sie gar nicht so. Sie möchte gerne Freunde finden, möchte offen werden, möchte sich verlieben. Und das alles passiert halt auch in diesen Bänden. Sie wächst über sich hinaus und das ist so eine tolle Liebesgeschichte. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, es ist super, super schön. Als nächstes habe ich hier ein Werk von Mayumi Yokoyama. Ich habe jetzt einfach stellvertretend für alle Mangas von Mayumi Yokoyama einfach Liebe geholt. Sie hat einfach so tolle Geschichten. Die sind damals alle bei Planet Manga erschienen. Ich weiß gar nicht, ob momentan noch irgendwelche von ihr in Deutschland rauskommen. Ich habe schon ewig nichts mehr so von ihr in Deutschland, glaube ich, gesehen, bis auf die alten Reihen, die ich alle habe. Das hier ist jetzt so ein Einzelband, wo halt mehrere Kurzgeschichten drin sind, aber halt alle um Liebe gehen und sie sind immer super lustig. Ich mag ihren Zeichenstil super, super gerne und sie ist einfach total unterschätzt, so komplett als Mangaka in Deutschland auch, weil sie hat eigentlich super lustige, super interessante, auch teilweise tiefgründige Geschichten und irgendwie kennt sie kaum jemand und das ist traurig und ihre Mangas sind wirklich absolut toll. Man ist wirklich super viel am Lachen und am Schmunzeln und es sind einfach super süße Liebesgeschichten.
die auch aber wirklich einfach meistens noch ein bisschen tiefer gehen. Und es ist einfach super interessant und ich kann es euch nur empfehlen, von ihr vielleicht mal was zu lesen. Dann einer meiner absoluten liebsten Mangas überhaupt, Bukura ga Ita von Yuki Obata. Ich habe den ja so oft in irgendwelchen Videos mit drin, aber viele kennen die halt nicht, die Reihe. Viele haben die damals nicht gekauft, als die noch aktuell war, und das kann ich nicht verstehen, denn es ist so eine tolle Geschichte. Also es gibt keinen Manga, der mich so oft zum Lachen, zum Weinen und zum Verzweifeln gebracht hat wie dieser. Es ist ein super süßer Zeichenstil und es ist einfach wirklich mal was anderes. Es ist wirklich so von einer Emotion in die nächste immer gedonnert zu werden. Und es ist einfach ein so, so schöner Band, beziehungsweise eine so, so schöne Reihe. Eine so tolle Geschichte und ich finde es einfach nur wunderschön, denn diese Geschichte ist einfach so von einem hoch ins nächste Tief, vom nächsten Tief ins nächste hoch und einfach super, super schön. Und es ist halt so, dass unser Protagonist halt viel Schlimmes in der Vergangenheit erlebt hat und unsere Protagonistin ihm gerne da raushelfen möchte, sich in ihn verliebt, die beiden auch zusammenkommen, aber das natürlich alles nicht so einfach ist, dadurch, dass er schon so viel hinter sich hat, und es ist so interessant gemacht und ich kann es euch nur ans Herz legen, es ist wunderschön. Und somit sind wir schon beim letzten Manga, Kamishama Karin von Kogi Dombo, auch schon etwas älter, für mich zählt es auch so ein bisschen zum Magical Girl mit, auf jeden Fall auch eine super interessante und süße Geschichte, die einfach meiner Meinung nach total unterschätzt wird, vor allen Dingen auch im Bereich Magical Girl. Denn es ist wirklich eine ganz, ganz tolle, emotionale Geschichte auch. Und ja, mit super süßen Verwandlungen und super süßen Outfits, super süßen Charakteren, die sich in Götter verwandeln und gegen das Böse sozusagen kämpfen und gegen die bösen Götter kämpfen. Und einfach eine super interessante Geschichte, die einfach ja, auch viel in die Vergangenheit noch hinabgeht, da einiges in der Vergangenheit ist, was aufgedeckt werden muss. Und das ist ein super, super interessanter Manga, den ich euch nur ans Herz legen kann. Ja, und das war's auch schon mit meinen Top 10 unterschätzten Mangas. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr sehen wollt, gerne ein kostenloses Abo. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!